Hi, ich bin Felix von Schwalbe und stelle euch heute den Aerotanschlauch vor. Eingangs die Frage, die ihr sicherlich alle stellt: Was macht den großen Unterschied vom Aerotanschlauch zu herkömmlichen Schläuchen aus? Und man kann es eigentlich in drei große Parameter zusammenfassen. Das eine ist das Gewicht, was wir über die geringere Wandstärke erzeugen, bei gleichzeitig erhöhter Pannenresistenz. Also das Material ist sehr widerstandsfähig, hat eine hohe Oberflächenspannung, was insbesondere bei niedrigen Luftdrücken im Offroad-Bereich, Gravel, Mountainbike, Enduro, Downhill zum Einsatz kommt, wirklich vorteilhaft ist. Das heißt, ihr könnt denselben Luftdruck fahren wie bei Tubeless, ohne die Gefahr von Snakebites zu haben. Darüber hinaus ist das Material sehr elastisch, was den Rollwiderstand reduziert im Vergleich zu Betyl- oder Latexschläuchen. Sind daher auch auf einem Tubeless-Niveau. Und zusammenfassend kann man sagen, es ist wirklich die optimale Alternative für all diejenigen, die ein hochperformantes Produkt suchen, aber Scheu haben vor Tubeless aufgrund der Montage oder Maintenance der Milch.